Ninusan, Gesundheit. Habe ich was zu verkaufen? Ja. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Vibromesser. 180 Schaden? Das behalte ich mal. Die Hose behalte ich auch. Warte mal, Level. Leben Sie wohl. Kann die Wett das benutzen, eventuell? Du bist aktuell als das mal Schaden. Nee, du bleibst als Heiler, kriegst aber, wenn es klappt, das Messerle. Klappt nicht, schade. Ich hätte mir damit gut unter die Arme greifen können. Was ist das? Sicherheitstokenhändler. Achso, das muss ich auch noch einrichten. Okay. Oh Gott. Beobachter 20. Was? Sind denen die Namen ausgegangen? Ei, ei, ei. Das sieht schon nice aus. So. Wengritzen. Sieben brutale, blutige Morde. Sieben. Und der Mörder läuft weiter frei herum. Aufrechte, gesetzestreue Bürger, ehrliche Diener des Imperators, werden abgeschlachtet. Und was tun unsere Sicherheitskräfte? Tut mir nicht leid. Gar nichts. Ich habe den Mörder selbst gesehen, aber die Behörden meinen, ich hätte keine Beweise. Ich fordere Gerechtigkeit. Warum schreit ihr denn so? Entschuldigt bitte meine Lautstärke. Aber diese Morde müssen gesühnt werden. Vor allem, da es klar ist, wer sie begangen hat. Vor einigen Tagen sah ich einen Kopfgeldjäger, der scheinbar zufällig Leuten folgte und dabei mit einem seltsamen Gerät auf sie zeigte. Die Beschreibungen der Mordopfer passen genau zu den Leuten, denen der Jäger folgte. Er steckt hinter dieser brutalen Mordserie. Ich weiß es. Er darf nicht ungehindert weitermachen. Da bin ich aber froh. Schon seit Tagen versuche ich zu erreichen, dass mir irgendjemand zuhört. Ich bin dem Mörder heute Morgen gefolgt. Dieser Fremdling hat sich in die Mandalorianische Enklave geschlichen. Jemand nannte dort seinen Namen. Brennigan. Dieser Kopfgeldjäger soll erfahren, dass das Imperium nicht tatenlos zusieht, wenn außerplanetarischer Abschaum seine Bürger tötet. Er muss bestraft werden. Naja, wenn du dich auf den draufsetzt, ist das Strafe genug normalerweise. Hier dürfte es nichts Neues geben, oder? Feindliche Raumjägerstaffeln bedrohen unsere Flotte. Die Vernichtung. Infizierte Piloten melden sich bitte sofort über das Terminal um ihre Pflicht. Ja, hallo? Ich bin doch hier! Ihr seid eine mächtige Figur auf der galaktischen Bühne. Mächtige Figuren ziehen mächtige Feinde an. Schützt euch vor euren Feinden. Vergrößert euren Einflussbereich. Setzt euren Wohlstand als Waffe ein. All das und mehr könnt ihr mit einer Festung erreichen.
sichert euch einen Winkel der Galaxis und gründet eure neue Machtbasis. Lasst eure Festung in Prunk und Schönheit erstrahlen. Und badet euch voller Zufriedenheit im brodelnden Groll und der Angst eurer Feinde. Dient dem Imperium. Zeigt euren Wert. Nutzt eure Macht. Sichert euch jetzt eine Festung. Jetzt ist die Frage, diese Festung, ist das für eine Allianz oder für ein Einzeln? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal hier lang. Ich darf dann Raumschiff fliegen, wenn ich die Quest mache. Ich hoffe, ich krieg das hin. Warum solltest du es nicht hinkriegen? Keine Ahnung. Wenn das so ist wie bei GTA, ja, dann wird das so lala. Ja, das ist nicht wie in GTA. Glaube ich nicht. Es ist eher wahrscheinlich so, dass du wirklich dein Flugzeug lenkst mit der Maus. Was gibt's hier drinne? Irgendwas mit Geld. Oh, ein Versteigerer! Ja, ich habe nichts im Besitz, was ich verkaufen kann. Arschloch. Aber schnieke Bilder haben sie hier. Imperialer Bankier. So, hier waren wir überall. Erscheinungsbild, Designer, Hand. Ach stimmt, ich habe ein Handwerk erlernt. Das müsste ich vielleicht auch mal ausüben. Fähigkeiten-Mentor. Laboram Amga. Mamni Nikat. Magnaya Mamni Kamgam. Ogiam Kippan. Runak Olegara Jim Kala. Nee. Nee, nee, nee. Keine Ahnung, was das ist. Das Erscheinungsbild. Da kann ich meinen Typ sie umändern. Hast du schon mal herausgefunden, was das mit dieser Festung auf sich hat? Was meinst du mit Festung? Ach so, Festung? Hm. Das ist hat eine Sache mit PvP später zu tun, soweit ich weiß. Was also bedeutet, du kannst dort für Credits in der Verteidigung aufbauen und PvP beinhaltet so ähnlich wie bei Ark, dass diese Base halt geradet werden kann. Okay. Und man selbst versucht es zu verhindern. Nur dass es dann ordentlich Ruhm und vielleicht auch Geld also oder Belohnung gibt, keine Ahnung. So aufgeben erstmal. Ich glaube, da brauchst du aber auch schon so 5, 6 Millionen Credits. Also, das hat auch was mit Allianz-technisch zu tun dann. Dass man da muss nicht sein, kann aber sein. Ja. Nee, ich werde mir keine holen. Jetzt muss ich hier echt noch echt Geld einzahlen. Ich war doch jetzt an dem Terminal, willst du mich ganz verarschen? Reise zu einer PvP-Instanz oder einem Kriegsgebiet, um diese Mission fortzusetzen. Hä? Nein! Ich will das mit dem Raumjäger machen. Ich soll mich an diesem Terminal melden. Ach da, nee, stopp, hat sich erledigt. Da. Welches nehmen wir denn? Das sieht ja hässlich aus. Ihhh.
Kampf! Hallo? Kämpfen? Hallo? Tut. Allein. Du. Halt, das ist kein Haustier, nur dass du es weißt. Nee, ich warte, dass ich hier kämpfen kann. Gruppenkampf? Ich will Einzelkampf machen. Geil, das macht wohl anscheinend keiner mehr. Das ist scheiße. Wie soll ich die Quest erledigen? Nö, dann lassen wir die erste mal sein. Dann lassen wir die erste mal sein. Hier noch irgendwo eine Quest. Ich glaube, dieses Raumjäger kämpfen, das macht gar keiner mehr. Du wartest ja Stunden, bis mal was passiert. Mhm. So, hier ist alles rot, hier kann ich nichts machen. Schön. Oder? Was ist das? Da gibt's nix. Nice. Dann. Ja. Nexoraumkantina. Da möchte ich noch nicht rein. So. Ernsthaft? Wir haben ein Polizeiraumschiff? Und? Was sieht das doch haben? Die dunkle Seite muss ich nicht mehr verstehen. So. Wir sind startklar. Du Typsi, dahin. Wissen Sie Ihren Aufenthalt? Ich habe noch eine Fähre zu erreichen. Würdet ihr wohl zur Seite treten? Wollt ihr vor euren Verbrechen fliehen, Rennigan? Na toll. 10 Sekunden später und ich wäre weg von diesem verdammten Planeten gewesen. Ihr habt auf Wrightsing gehört. Großartig. Hör zu. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde nur angeheuert, damit ich irgendwelche Bürger markiere. Das ist alles. Ihr wolltet nicht wissen, wozu ihr irgendwelche Leute markieren solltet? Ich bekam Anweisungen und keine Erklärungen. Damals hörte es sich harmlos an. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Auftraggeber diese Leute töten würden. Ich wurde von einer Gruppe Sith angeheuert, um für sie Spiele zu organisieren. Ich wusste nicht, was das bedeutete, bis sich langsam die Leichen stapelten. Als ich sie darauf ansprach, lachten sie. Sie sagten, Sith hätten von Geburt an das Recht, niedere Geschöpfe zu töten. Für sie ist es wie ein Sport.
Ich würde es lieber mit bewaffneten, gefährlichen Gegnern aufnehmen. Ein Kampf ohne Ehre ist gar kein Kampf. Gut, dass das noch jemand versteht. Ich stecke bis zum Hals drin. Und ich werde von vielen beobachtet, also kann ich nicht einmal weg. Ich brauche Hilfe. Und würde auch dafür bezahlen. Habt ihr Interesse? Ich kann für nichts garantieren. Ich will nur dieses Problem lösen. Und das geht wohl nur auf zwei Arten. Entweder das Großmaul loswerden, das mit dem Finger auf mich zeigt, oder dieses kranke Spiel der Sith beenden. Ich werde den Mann töten, der mich geschickt hat. Ich mochte ihn sowieso nie. Arme Abschaum. Hätte sich um seine Angelegenheiten kümmern sollen. Ihr nehmt das und markiert damit dieses vorlaute Miststück. Er wird das neue Ziel meiner Auftraggeber. Wenn ihr fertig seid, kommt hierher zurück. Ich werde eure Bezahlung bereithalten. Ja. Wie lautet der Bestimmungsort? Es tut mir leid, aber auch wenn du dagegen bist, ich muss das machen. Ich will dunkle Punkte sammeln. Und das geht nicht anders. Der galaktische Raumjäger, wo du deine Schiffe betrachten kannst. Oh, ich habe jetzt ein Raumschiff. Schön. da ist der Fette. Dieser dicke Typ, sie erinnert mich an irgendjemanden. Fett, große Schnauze. Dumm im Kopf, also hohl. Ich will jetzt nicht sagen dumm, einfach nur hohl. Irgendjemand was anlasten, was er nicht getan hat? Erinnert mich wirklich an jemanden. Ey, ich werde hier noch arm mit dem ganzen Hin- und Hergereise. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Obwohl, so viel kostet das ja gar nicht. Ja, in der E-Mission jetzt hier musst du jetzt dreimal fliegen. Immer hin, zurück und wieder hin. Und das wird das letzte Mal gewesen sein. Ihr habt diesen schreienden Idioten markiert, wie? Nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Sith auf ihn stürzen. Das wird nicht schön. Macht es euch nichts aus, dass er getötet wird? Das ist meine Sache. Nachhaken hat keinen Sinn, nicht wahr? Es ist ohnehin passiert. Ich verstehe. Ich bin nicht glücklich damit, aber entweder er oder ich. Er hätte den Mund halten sollen. Hier. Mehr Credits habe ich nicht. Danke für die Hilfe. Gab's da jetzt? Wow, ist alles schlechter als meins. Rüstung 195 bei der, da krieg ich die das jetzt hier. So. Ich kann die Hose endlich anziehen. 153 Rüstung aktuell, die hat 206. 10 Verteidigung, 16 Ausdauer, 21 Beherrschung. Ruf damit. So, das heißt, es bleibt gleich. Läuft. Eigentlich weißt du nur auswendig, wo die drei der Thermaldetonatoren waren. Ey, du musst dort die Leute klatschen. Ach so.
Ich dachte, die finde ich so. Okay. Und man erkennt es auch, wenn es Questgegenstände sind, wenn du jemanden umgehauen hast, dann ist da ein gelber Strahl anstatt ein grüner oder ein blauer. Ja. Hier habe ich jetzt allerdings keine Quest vor mir. Komme ich hier rein? Oh, ein Drache. Ein Drachenkopf. Nee, hier komme ich nicht weiter. Zweite Etage gucken. Ui. Was haben wir hier oben? Oh. Das sieht mir aus wie ein Helm und ein Zepter. Und keine Wachen, doch zwei Wachen. Level. Kann ich nicht anklicken, so ein Scheiß. Okay, die mandalorianische Enklave habe ich jetzt erkundet. Dann auf zum nächsten. War es das Hauptquartier der imperialen Geheimdienstes. Zeigt so ein Scheiß. Spieler, Gefährte, Gruppenmitglied, Aufzug. Was wollen die nur von uns? Ich weiß es. Deine Mutter, was? Aber wenn man vom Vater, Sohn, vorgeladen wird, oh Gott. So, was ist das? Das ist ein Eingang zum imperialen Geheimdienst. Jetzt. Nee, es wird mir einfach nur so angezeigt. Okay. Merkwürdig. Oh, um Gottes Willen. Entschuldigung. PvP-Missionsterminal, nein. Da ist rot. Fahrstuhl, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Hab dich. Fährst jetzt hoch? Fahrstuhl? Fahrstuhl? Der ist kaputt. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Das sieht hier so geil aus. Ich bin gerade beim Geheimdienst. Was? Ich bin bei der NSA. Ey, beim imperialen Geheimdienst bin ich gerade drin. Sieht Baba aus, ey. PvP-Terminal mache ich nicht. Warte mal, was? Sohn Level 11, Vater Level 11. Ist ein bisschen peinlich, wenn der Sohn genauso stark ist wie der Vater. Ich
Sith Allerheiligstes. Wow, eine tolle Lichtshow. Oh. Da bekommt man schon beim Reinkommen Kopfweh. Das müsste aber rot sein, nicht grün. Ich bitte euch. Ach man, Plan von nix, Leute. Naja. Ausbilder, genau. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Zerschmettert das Ziel, unterbricht seine aktuelle Aktion und hält es davon ab, diese Fähigkeit in den nächsten 4 Sekunden zu nutzen. Geil. Was ist das? Heldenmoment. Nutzt den Moment und stellt alle 3 Sekunden 2% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Erfordert einen aktiven Gefährten, hält 60 Sekunden lang. Ja, komm, holen, aber das nehmen wir nicht mit in die Leiste rein. Verspotten, eiskalter Schrei, bewachen, wütender Angriff, bedrohlicher Schrei. Klingenwende, die ersten 2 Sekunden von Schwertschutzgewehren, bla bla bla. Stimmt, irgendwie fehlt mir hier eine Fähigkeit. Zeigt keine Gnade. Die ich irgendwie sonst immer noch hatte. Wo ist die? Wer weiß. Ihr seid stark. Doch ihr könntet noch stärker sein. Ich bin schon stärker als du, Dulli. Bist du Level 16? Lord Krass. Krass, Lord Krass. So krass sieht der Gorni aus.